Ein neues Video, meine Lieben, mein allererstes Germany's Next Topmodel 2024 Interview. Ich weiß, ihr alle habt drauf gewartet, ich auch. Und ich kann euch sagen, wir machen es heute ganz besonders perfekt. Ja, beim allerersten Interview werde ich mit dem ersten männlichen Kandidaten sprechen, den es jemals in dieser Staffel gab. Das ist der Niklas, der wurde ja im Flugzeug von Heidi Klum angesprochen. Ich glaube, ihr alle habt es mitbekommen. Und ja, leider war die Reise in der letzten Folge von ihm relativ schnell vorbei. Aber die Reise geht jetzt hier für uns erstmal weiter, denn ich werde mit ihm heute quatschen. Ich werde ihn so fragen, wie das war, wie es ihm jetzt geht, was in der ganzen Zeit passiert ist, wie das damals war, als er von Heidi Klum angesprochen wurde im Flieger. Und ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk. So, mein Lieber, guten Tag. Hi. Na? Guten Tag. Hallo aus Köln. Ja, willkommen hier auf meinem Kanal. Grüße aus Berlin nach Köln. Ich muss ehrlich gesagt immer überlegen, wo du bist, denn immer wenn ich deine Instagram-Story gucke, also entweder bist du im Zug, meistens bist du im Zug, oder keine Ahnung wo. Ist schon so, ne? Ja, das ist im Moment auch halt auch der Tatsache geschuldet, dass ich gerade am Umziehen bin und irgendwie pendel zwischen Köln, Frankfurt und Paderborn, meiner Heimatstadt. Und immer irgendwie mal eine Nacht da schlafe. Ja, also ab jetzt bin ich eigentlich fast nur noch in Frankfurt. Also die Zugstories werden weniger. Mhm. Jetzt wird eher so Umzug und Wohnungseinrichtung bis ab jetzt zählen. Das heißt, du ziehst jetzt nach Köln? Nee, ich ziehe jetzt nach Frankfurt. Genau. War die Verbindung kurz weg, okay. Ja, ich habe ja ganz lange in Frankfurt gewohnt, bin jetzt vor einem Jahr nach Köln gezogen, aber gehe jetzt wieder zurück. Okay, jetzt, ich würde mal sagen, ich würde gerne mal ganz am Anfang anfangen mit deiner Lebenssituation, nämlich du hast als Flugbegleiter gearbeitet. Genau. Machst du es jetzt nicht mehr? Doch, schon. Allerdings bin ich fliege ich aktuell nicht, ich bin krankgeschrieben seit längerem und plane das aber dann wieder zu tun. Okay, können wir dann nochmal drüber sprechen, warum das so ist, wenn du darüber reden möchtest. So, das heißt, du bist Flugbegleiter, du bist es wahrscheinlich gewöhnt, dass du im Flieger auch manchmal prominente Menschen triffst. Absolut. Also Heidi war auch nicht die erste aus ihrer Familie, die mal bei mir an Bord war. Oder gerade auf der Strecke nach Los Angeles, da ist ja immer wieder irgendjemand dabei, auch aus Hollywood. Das sind wir ja gewohnt. Und in der Regel ist das auch tatsächlich gar nicht so was Besonderes. Also wir wissen, dass da jemand kommt und ich wusste auch, dass Heidi kommt. Und ja, in diesem Fall war es dann am Ende doch was Besonderes. Die Dinge haben dann irgendwie seinen Lauf genommen. Aber ab und zu sind schon Prominente dabei, absolut. Siehst du mal, wie naiv ich bin. Ne? Ich wollte dich jetzt gerade fragen, so, ob du sie gesehen hast, aber ihr habt ja eine Passagierliste. Ihr wisst ja, wer an Bord ist. Ja, siehst du. Okay, so, also du wusstest, wer an Bord ist und irgendwann sagt Heidi, ich will kurz ein Video machen. Hi. Das Lustige war, dass ich eigentlich gar nicht so viel mit ihr zu tun hatte auf dem Flug tatsächlich, okay. Weil die Service-Orientierung oder die Service-Richtung hat es ergeben, dass meine Kollegin die ganze Zeit bei ihr war, aufgrund ihres Sitzplatzes und so. Ich habe sie halt nur gesehen die ganze Zeit. Und am Anfang war sie ja noch sehr, ich sag mal, privat unterwegs und hatte so einen Hut im Gesicht und eine Sonnenbrille und war die ganze Zeit so ein bisschen geduckt, dass man sie halt nicht so sehen kann, wie die halt immer, wie so Prominente das immer so sind. Ne? Die wollen halt auch in Ruhe reisen einfach, was ich auch total verstehen kann. Und irgendwann ist dann so ich habe kein Wort mehr die gewechselt, gar nicht. Und irgendwann ist dann so der Hut und die Sonnenbrille verschwunden. Sie war so ganz groß über den Sitz geragt. Und ich dachte so, was ist mit dir denn jetzt los? Warum bist du jetzt auf einmal so präsent? Hm. Und dann hat sie mich zu sich gewunken. Dann bist du hin und dann hat sie dir gesagt, dass es Germany's Next Topmodel für Männer gibt. Richtig. Das Erste, was sie gesagt hat, ich würde sie gerne was fragen und ich würde sie dabei filmen, ob das okay ist für mich. Also die Wahl hat sie mir schon gelassen, nicht, dass sie hat mich nicht überfallen oder so. Aber ich wusste nicht, was sie vorhat. Aber ich wusste natürlich auch, okay, wenn Heidi Klum da sitzt und dich das fragt und dir schon ein Handy ins Gesicht hält, irgendwas kommt, also das macht ja nicht, weil sie es ihren Kindern zeigen will. Mhm. So. Und da dachte ich so, okay, komm, da sprichst du mal drauf auf den Zug, mal gucken, was draus wird. Ja, und daraus wurde der erste männliche Kandidat bei Germany's Next Topmodel. Sie meinte dann, sie macht eine Sendung im deutschen Fernsehen, ob ich die kenne. Und ich so, hä? Ja, natürlich. Schon mal gehört von. Schon mal gehört. Und dann sagte sie so, dann hat sie angefangen zu sprechen mit, ich mache dieses Jahr das erste Mal. Und da wusste ich es schon irgendwie. Da war ich schon, muss ja Männer sein, ne? Weil wir haben ja irgendwie alle darauf gewartet. Und es war irgendwie immer schon im Gespräch. Und
Ja, dann sagte sie so, ja genau, und ich hätte dich gern dabei. Was war Habe denn ich dein gesagt, ja erster Gedanke? klar. Ja, aber was, also, du hast gesagt, klar. So. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Mache ich. Und wie, ja, aber jetzt muss ich, okay, das war jetzt in so einer Situation, man ist da völlig überrascht, plötzlich wird ein Video gedreht und dann sagt man, ja, kann ich auch nachvollziehen, wahrscheinlich auch gemacht. Wie ging es danach für dich weiter? Also, ich meine, du kommst dann nach Hause, rufst deine Mutter wahrscheinlich an und sagst, Mama, mir ist etwas ganz Krasses passiert. Ja, meine Mutter hat das aus der Zeitung erfahren, tatsächlich. Und war das für dich auch total klar, so zu 100%, ich werde das machen, oder hast du danach nochmal drüber nachgedacht, ob du es wirklich überhaupt machen möchtest? Es war absolut nicht klar. Also ich habe im Flieger zugesagt, mit dem hundertprozentigen Wissen, dass nichts fix ist. Also, ich meine, ich kann ja nicht innerhalb von 2 Minuten entscheiden, ach so, ich mache bei Germany's Next Topmodel mit. Das geht ja nicht. Also dieses ganze. Den ganzen Rattenschwanz, der das mit sich zieht, das hat ja, ich muss ja mehrere Aspekte irgendwie abfangen. Ne? Ich hatte ja zu der Zeit auch noch einen Freund und auch den, mit dem musste ich ja irgendwie sprechen. Der hat ja auch eine Rolle gespielt auf jeden Fall. Und also, da muss man erst mal gucken, ist das realistisch? Kann ich weg? Kann ich lange weg? Da wusste ich ja noch nicht, wie lange das, ne? Wie lange ich dabei sein werde oder ob überhaupt. Und du kannst ja nicht von jetzt auf gleich sagen, ja, ich mach mit und dann ist es so. Ne? Dann, also ich habe tatsächlich Wochen überlegt, ob ich das wirklich mache oder nicht. Weil es ist ja auch ein Ding, ne? Ja. So, ich meine, es ist ja auch ein umstrittenes Format in vielen, also wenn man nach manchen Stimmen geht. Und auch das muss man irgendwie mit einbeziehen. Dann gibt man ja die komplette Kontrolle ab über sich selbst ja irgendwo auch. Und das sind ja alles Dinge, die man sich irgendwie bewusst sein muss und die man dann erstmal durchgehen muss, ne? Ob man dafür bereit ist oder ob man selber da fit genug ist, das durchzustehen, ne? Du hast dann für dich quasi wie so eine Waagschale gemacht und die positiven Aspekte ja, haben überwogen, weil sonst hättest du ja nicht Genau. mitgemacht, Ja, ne? irgendwann dachte ich dann so, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Weißt du, weil ich kann ja immer noch so aussteigen, falls ich mich wohlfühlen sollte. Also Ja. wenn irgendwas so passiert, wo ich sage, oh nee, das ist jetzt aber irgendwie Quatsch, was hier gerade passiert. Aber der Moment kam nicht bei mir, ne? So. Also gut, ich meine, gab jetzt auch nicht so viel, wo es hätte kommen können. Ja, aber nee, das ist schon richtig, was du sagst. Es gibt ja auch manchmal Menschen, die stehen da am ersten Tag da vor der Kamera. Ne? Es ist ja nicht nur Modeln und bei einem Casting glauben und Aufgaben, sondern es ist ja auch viel mit Kameras. Ne? Du Ja, bekommst und Fragen Fernsehen. gestellt. Also das ist, ich weiß noch, beim Casting, da war so irgendwie eine Szene oder diese Begrüßungsszene, wo Heidi in der ersten Folge da stand und so gerufen hat, ne, vor uns Ja. allen, die wir da standen. Das war dann irgendwie, da wollten sie dann nochmal was nachdrehen und dann war noch irgendwie, jetzt noch ein Schnittbild und dann sollten wir nochmal jubeln und so, haben wir irgendwie 2, 3 Mal die Szene nachgestellt, damit sie halt, ne, mehrere Bilder kriegen. Was für mich irgendwie klar ist, weil es ist Fernsehen halt. Es ist am Ende des Ja. Tages auch noch Fernsehen. Und da waren so Leute um mich rum, die haben gesagt, boah, was ist das? Wie fake ist das denn? Hier ist ja alles inszeniert. Und dann dachte ich auch so, Leute, ey, sorry, aber also denk nochmal nach. So. Ne, da muss am Ende eine gute Sendung bei rumkommen, die unterhaltsam ist. Und Aber der erste Moment war ja, und Cam, ich weiß, was du meinst, also so, genau. genau, du hast ja trotzdem, der echte Moment ist ja da. So, und dann machst du nochmal Absolut. für die Also im Flieger. Schnittbilder. Genau. Du meinst jetzt im Flieger oder wenn Nee, man ich meine jetzt, am Set weil du ist? das gerade so schön erklärt hast und für die Leute, die es jetzt nicht verstehen. Es ist ja so, wenn du jetzt als Beispiel beim Fernsehen, ob das jetzt Supertalent ist oder was auch immer, dann ist es so, die Jury kommt raus oder in dem Fall Heidi Klum und das, was in dem Moment passiert, wird ja trotzdem gefilmt und wird ja auch gezeigt. Und dann kann es Absolut. natürlich sein, dass man im Nachhinein sagt, oh, wir hätten gerne nochmal ein Schnittbild von der Menge oder das, was du gerade Genau. geschildert hast und dass man dann irgendwie sagt so, Ja. okay, könnt ihr mal kurz klatschen, dass wir dieses Bild haben. Das ist das, was du beschrieben hast, dass die Oder da Leute. geht nochmal die Drohne drüber oder Ja, dann genau, nochmal die oder die Mittelkamera Drohne, da, wo Heidi genau. eigentlich steht aus ihrer Sicht, ne? Genau, und das wollte ich nur gerade den Leuten nochmal so ein bisschen näher bringen, für die Leute, die es jetzt nicht verstehen, was damit gemeint ist. Aber worauf ich hinaus wollte, Absolut. ist, dass der erste Moment ja trotzdem immer gefilmt wird und auch genommen wird. Und Ist auf jeden Fall echt, ja. ja, und aber was ich meinte, ist, es ist ja trotzdem auch Leute gibt, die dann so sagen vor Ort so, ey, es ist doch nichts für mich. Das ist ja bei dir nicht passiert. Nee, also ich habe tatsächlich war meine kurze Reise. Gab es keinen Moment, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Also es war schon sehr, also auch die Produktion war schon sehr caring irgendwie. Also es war so, natürlich war es so spannend und geheimnisvoll, aber das ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache, dass man nicht so richtig weiß, was passiert. Aber es war alles so, ja, es war alles harmonisch. Also es hat einfach, es hat richtig Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also das heißt, du wärst gerne länger dabei gewesen, ne? Also wäre ich jetzt eine Runde weitergekommen, dann wäre ich ja,
Ja, eine Runde weitergekommen, ohne jetzt zu Ja. spoilern. Aber dann wäre ich ja quasi so richtig dabei gewesen und hätte ja auch, ne, dann kommt es nochmal drauf an, wie lange ist man dann weg, so wie lange ist die Drehpause zwischen Berlin und Ja. dem nächsten Ort. Spanien ja in dem Fall ist ja auch schon kein Geheimnis mehr. Und da hätte man dann wieder neu ruinieren müssen, weil dann hätte ich wieder mit der Arbeit was, ne, gucken müssen, kann ich so lange freinehmen oder nicht. Also am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Ich hätte natürlich Bock gehabt. Absolut. Weil es hat mir ja Spaß gemacht, weißt du, ich habe Ja. Blut geleckt da an den Tagen, wo ich dabei war. Und ich fand's geil. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand's cool. So. Und ich hätte es auch weitergemacht, auf jeden Fall. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist auch okay. Und es ist auch gut. Weil sich ja andere Sachen ergeben. Aber hätte Gute sie mich dabei Einstellung. haben. Ja. Ja, also hätte sie mich dabei haben wollen, hätte ich mitgemacht. Aber so ist es, ich meine, so ist es für mich auch unkomplizierter, weißt du? Ich bin jetzt nicht so gebunden. Musste mir nicht freinehmen. Ich bin, ja, und hatte halt früher Klarheit, ne? Ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass jetzt die Katze aus dem Sack ist. Weil von, als es gedreht wurde, bis jetzt waren ja Monate. Die Und mir Leute haben war dich halt bestimmt immer, immer gefragt, warst du jetzt dabei, wie ist es warst du dabei? gelaufen? Bist du dabei? Warum bist du nicht vorgestellt auf der Homepage? Warum bist du nicht bei den Kandidaten dabei? So, jetzt wisst ihr es. Deswegen. Endlich ist es raus. Ist ja schon viel so. Auch das hat so ein bisschen Spaß gemacht, aber jetzt am Ende war es echt so ein bisschen, ja, fast schon anstrengend, weil ich halt das Gefühl hatte, die Leute hatten Erwartungen, die ich weiß, dass ich die nicht erfüllen werde, muss aber das noch aufrechterhalten. Ja, okay. Ja, kann ich Ja. nachvollziehen. Und deswegen. Hast du vorher schon mal mit diesem Thema Modeln überhaupt mal irgendwie Berührungspunkte gehabt? Also ich sag mal, ich habe einmal auf einem Fahrrad gesessen im Duisburger Innenhafen für eine Fahrradtouren-App. Dafür habe ich Geld bekommen. Wenn man das als Okay. Model bezeichnen kann, dann Naja, ich ja, würde aber schon, es war. ja, es ist in jedem Fall eine Art Modeljob, würde ich schon sagen. Also da war ein Set, da war ein Fotograf, da war eine Maske und ich war der, der fotografiert wird. Okay, das heißt, du hast jetzt aber nie, sag ich mal, dich bei einer Agentur beworben und hast jetzt auch nie angestrebt, quasi zu sagen, boah, ich würde jetzt gerne Model werden, ich will ins Ausland, ich will dies, das. Das ist jetzt erst so durch Topmodel gekommen. In dem Rahmen auf gar keinen Fall. Also dieses Duisburg-Ding lief über der Agentur, ja. Ja. Aber das war mehr eine Werbeagentur als eine Modelagentur Okay. und so, aber Ausland oder dieses so Laufsteg, nee, gar nicht. Wie war denn das vor Ort für dich? Ne? Ich meine, du wurdest ja schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen ausgewählt oder auserwählt. Du musstest jetzt kein klassisches Casting-Video hinschicken, aber du musstest dich ja trotzdem dann dort vor Ort mit den anderen Kandidaten messen. Also auch, ne? Du warst ja in der ersten Runde dann auch nochmal vor Heidi. Wie ist denn das so, wenn man sich da vergleicht? Also ich weiß, man sagt ja, man soll sich nicht vergleichen, aber man macht es ja trotzdem unfreiwillig. Ja, macht man natürlich. Also, es war schon eine sehr skurrile Situation, weil natürlich überdurchschnittlich viele Leute mich halt kannten durch dieses Video, Ach ne? ja, Gerade so die stimmt. Typen. Ja, du warst also schon der Star dort. Stimmt, eigentlich praktisch. Oder auch nicht, weiß ich Ja, es nicht. war schon cool. Also, auch das hat Spaß gemacht. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh nee, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt und nee, das ist alles nichts für mich. Ich genieße das. Ne? Natürlich. Und der Vergleich mit den anderen war so an meinem Casting-Tag. Ja, also dann habe ich zum Beispiel so einen Aldi laufen sehen und da dachte ich ja, das kriegst du im Leben nicht hin. Wie soll das funktionieren, habe ich gedacht. Ne? Der hat mir dann ein paar Tipps gegeben und so, das war dann schon ganz cool. Der hat mich echt so ein bisschen an die Hand genommen und da durchgezogen. Aber ja, also wie gesagt, gerade so die Typen kamen viele zu mir, haben gesagt, ja krass, ist irgendwie komisch, dich zu sehen, weil mit dir ging meine Reise los. Ich habe dich in dem Video gesehen und dachte so, ja, jetzt kann ich mich endlich bewerben. Es war schon, ja, skurril einfach, ne? Und ich wusste so gar nicht, was ich erwarten soll, weil ich dachte einerseits, ja klar, ich meine, mich jetzt in der ersten Möglichkeit rauszuschmeißen, wäre irgendwie auch komisch. So, aber andererseits wollte ich mir auch nicht zu sicher sein und im Vergleich zu den anderen dann doch sehr auffälligen oder rausstechenden Kandidaten, wenn ich mich jetzt auf die Männer beschränke, war ich dann doch ja schon eher so der Nachbarsjunge, ne? So. Aber ich weiß, was du meinst, ist ein interessanter Gedankengang, auf der einen Seite zu sagen, naja, sie hat mich ja ausgewählt, aber auf der anderen Seite darf man sich irgendwie auch nicht so sicher sein und darauf ausruhen. Ja. Du hast ja gerade die Situation mit Aldin angesprochen, weil du gesagt hast, da gab es dann welche, die gut gelaufen sind. Jetzt war ja nun eine der Challenge, wenn man jetzt mal die Badehandtuch-Sache weglässt. Ich mit meinen Gedanken schon wieder Die wild hier. Badewannensachen, die kommen später. Ja. Aber die erste große Aufgabe war ja ein Laufstegjob im Prinzip. So. Hast du dich da sicher gefühlt? Hast du dich unsicher gefühlt? Was war dein Gefühl für diese Challenge und für
die nächste Runde. Meinst du jetzt den Nee, Bademantel-Walk da nicht, da bist du weiterkommen. Dann, als du wusstest, okay, da? jetzt geht's raus auf die Ja. Bühne, auf Also, die Show. ich habe mir meine, ja, ich hatte akuten, ganz plötzlich auftretenden Brechdurchfall vor Aufregung. Das war ganz schlimm. Und also mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil ich so dachte, okay, dann wusste man noch, dass jetzt Publikum, Ja, ich war auch da, ja. du zum Beispiel. Und wir wussten ja gar nicht so, wie viel sind das so 10 Leute oder 100? Ich glaube, wir waren 250 oder so, Boah, ich habe ne? nicht nachgezählt, aber ja. Habe ich irgendwie in der Vorschau, glaube ich, gesehen. Und da dachte ich schon so, oh Gott, hoffentlich kriege ich das irgendwie einigermaßen authentisch und kompetent hin und dass man irgendwie, ich meine, da stand ja auch eine Designerin neben dir am Vorhang, die irgendwie ihre Klamotten geil präsentiert haben wollte, weißt du? Ja. Und diese Erwartung wollte man ja auch erfüllen. Und dann wollte ich irgendwie noch souverän wirken, dass ich dann noch weiterkomme. Also mein Ziel war ja nicht rauszufliegen. Ich war schon richtig aufgeregt. Richtig, richtig aufgeregt. Ja, Angst hatte ich jetzt nicht, würde ich sagen. Aber schon so ich war schon ehrfürchtig davor. Das war schon crazy. Vor allem war es ja so unfassbar warm. Ich habe geschwitzt wie so ein. Also wirklich, das war ganz schlimm den ganzen Okay, aber Tag. ich glaube, Richtig, das war ein richtig bisschen schlimm. die Aufregung auch, weil ich war ja im selben Raum wie du. Ja. Und Ach ja, nee, es das war war. angenehm. Scheiße. Ja. Was war denn dein Gefühl nach dem Walk? Ich weiß noch, ich bin dann zurück ins Backstage gelaufen und war so, ich habe mich, ja, ich hatte natürlich einen Höhenflug, ne? Also ich bin da raus und dachte so, oh geil, ich bin ein Model, ich bin in eine Modenschau gelaufen und so. Und danach war halt pure Euphorie. Es war, ich meine, der ganze Tag hat ja darauf hingezielt. Wir waren ja Ja. ewig lange da. Und das dann endlich gemacht zu haben und ich hatte einfach ich habe mich wohlgefühlt, ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Ich bin Aber jetzt hattest, nicht also ich meine darunter. auch so ein Gefühl von, dass es für die nächste Runde reicht oder eher nicht? Oh, gute Frage. Also in dem Moment, sagen wir so, in der Stunde oder die 60 Minuten danach dachte ich so, ja, safe. Da war ich Okay. mir, da dachte ich so, das wirklich. Ich bin nicht gestürzt, ich habe mich gut gefühlt, bin da hoch und runter stolziert, hab, ne, war Ja. selbstbewusst und fand mich geil, so. Und da dachte ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann, das hat ja auch noch mal ewig gedauert, bis dann die Entscheidung kam und ich war natürlich irgendwie am Ende. Und da dachte ich schon dann so, als es dann so die ersten rausgingen und ich dann so die ersten rausfliegen sehen habe, da dachte ich dann so, oh ja, okay, vielleicht bin ich nicht aufregend genug irgendwie oder nicht, ja, ich steche halt nicht so raus, weißt du, ich bin eher so ein kommerzieller Typ und nicht so ein auf den ersten Blick interessanter Typ, weißt du, und dann hast du zum Beispiel einen Linus da, der auch hübsches und kommerzieller Typ ist, aber halt einfach einen krassen Körper hat, weißt du, und noch markanter vom Gesicht her ist, weißt du, und dann habe ich dann so gedacht, ja gut, dann, als ich Linus und Armin gesehen habe, dachte ich, ich kann nach Hause gehen, machen wir uns nichts vor. So. Würdest du sagen, weil ich würde dir gerne auch die Frage stellen, das lieben ja die Leute. Ich habe, da du mein erstes Interview bist, habe ich diese Frage noch niemandem zuvor gestellt. Wer von den Männern, die du gesehen hast, war für dich jemand, wo du gesagt hast, das ist für mich der ultimative Gewinner der Staffel? Unabhängig, ob es dazu kommen wird oder nicht. Ich meine, es ist eh eine Live-Show, wir können es jetzt nicht wissen, aber gab es einen, der dir sofort ins Auge gestochen ist, wo du gesagt hast, wow. Wahrscheinlich einer von den beiden, die du gerade genannt hast. Also bei Linus dachte ich echt krass. Vor allen Dingen, also ich weiß noch, der war ja am zweiten Castingtag und der war bei mir im Hotel auf dem Zimmer und dann habe ich seinen Namen gesehen und den mal so gestalkt, bevor er kam. Und dann habe ich sein Insta gesehen und die Fotos, die er hatte, der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Und da dachte ich so, ja, krass. Bei dem war ich echt. Also der wird in meinen Augen sehr, sehr weit kommen und also würde ich auch den Gewinn zutrauen, auf jeden Fall. Aldin auch, als ich ihn laufen gesehen habe. Ja, ich meine, der hat auch schon Erfahrung und der läuft halt wie ein Gott, ne? Also sorry, der läuft da lang und du denkst, du kaufst ihm alles ab, ne? Das macht er schon richtig, richtig gut. Und ja, und Armin auch, ne? Armin ist auch einfach ein bildschöner Typ, ne? Ja? Also, ja, wenn ich mich jetzt unter den dreien entscheiden müsste, ja, ich nehme mal Linus. Sorry, Aldin, sorry. Er ist in meinem Herzen der Gewinner, aber in der Sorry auch Linus. Sorry, dreimal nein. Ja. Nein. Aber nochmal zurück zu dir. Dann hast du dir die Antwort bekommen, ist nicht, du bist raus. Und was ging dir dann durch den Kopf? Also außer, okay, ich muss jetzt nach Hause, ich muss jetzt mit dem Zug fahren, ich muss jetzt das.
Aber das war ja so, ich glaube, du hast ja auch so gesagt, man hat irgendwie Blut geleckt, man ist in diesem, ich sag mal, in dieser Bubble drin, man ist cool mit den Leuten, irgendwie ist es auch aufregend, hat man alles noch nie erlebt und man läuft diese Show, dieses Mega-Adrenalin und dann irgendwann steht man davor und dann bekommt man gesagt, okay, ist jetzt vorbei. Ja, vor allem, weil sich das ja über Monate hinweg irgendwie aufbaut, weißt du? Und dadurch, dass ich ja diese Story im Flieger hatte, war das ja schon so präsent in meinem Alltag auch. Ich wurde andauernd angesprochen, abgesehen von meinem Bekanntenkreis, ja. War das ja auch irgendwie für die Presse relevant und andauernd habe ich darüber gesprochen und immer war so, ja, wie weit komme ich, wie weit komme ich, wie weit komme ich, dann noch weiter, dann bist du schon am Peak und am Set und drehst und das macht ja auch noch Spaß. Ja. Und dann kriegst du so gesagt, ah nee, doch nicht. Also ich stand so da und dachte so, okay, egal, Hauptsache nicht heulen, nicht heulen, weil du musst eigentlich nicht heulen, es gibt keinen Grund. Ich dachte so. Und natürlich hatte ich einen Kloß im Hals und ich, ja, meinte dann so, ich glaube, ich habe gesagt, ja, hat man ja gesehen, das ist okay. Ich meinte so, das ist okay. Und dann bin ich so gegangen und meinte so, ja, du weißt ja, wo du mich findest im Flieger, ich warte auf dich oder irgendwie sowas. Haben wir noch gesagt. Und dann bin ich so raus und dann muss ich kurz durchatmen, dann muss ich kurz schlucken, weil ich echt so viel abgefallen ist auch. Ne? So. Du bist jemand, den ich bei Instagram als jemanden wahrnehme, der auch sehr offen über seine Gedanken, über seine Gefühle spricht. Und du hast vorhin das Wort Erwartungshaltung in den Mund genommen. Und natürlich kann man das jetzt nicht verneinen, dass es eine unglaubliche Erwartungshaltung gab, eben weil du als erster Kandidat vorgestellt wurdest und. Hat man das im Hinterkopf, wenn man ausgeschieden ist, dass man sich so denkt, oh Gott, jetzt bin ich in Anführungsstrichen so, ne, ohne dass ich das jetzt negativ framen möchte, aber jetzt bin ich so früh raus und die Leute erwarten jetzt von mir so viel, jetzt kann ich das nicht einhalten. Gehen dir solche Sachen durch den Kopf? Absolut, also wirklich. Und auch tatsächlich hatte ich da dann schon den Gedanken, oh Gott, wenn das dann irgendwann ausgestrahlt wird, weil so viel Trubel war irgendwie und so viele Menschen so Interesse daran hatten und so viele gemeint haben, oh, du kommst so weit. Und jetzt bin ich jetzt schon ausgeschieden und dachte dann so, ja, nicht, dass die jetzt sauer sind auf mich, was total bescheuert ist. Aber die Emotion hat man oder hatte ich oder auch vielleicht immer noch. Ja? Ich meine, wie gesagt, ja, oder dann rede ich mit Journalisten und Journalistinnen und hatte immer das Gefühl, ich rede mich, weil ich ja schon wusste, dass ich früh ausscheide. Und hatte immer das Gefühl, ich rede mich interessanter, als ich eigentlich bin. Okay, so. Ich verstehe, was du und meinst. Das war schon, ja. Das war schon interessant. Also das war schon, ja, schwierig. Freut man sich dann auf die Ausstrahlung oder eher nicht? Doch, schon. Also jetzt bei der letzten Folge saß ich natürlich da mit so einem, oh Gott, gleich ist es soweit. Und meine Familie guckt mit und dann so eine Freundin dabei und so. Ne? Gut, ich meine, natürlich haben wir ein bisschen geplappert und wussten jetzt alle, mit denen ich im Raum war, ne, was passieren wird. Aber trotzdem auch so was für ein Feedback, das auf Social Media geben wird. Ne? Sind da Leute, die dann irgendwie sagen, ja toll, und so viel Lärm um nichts. Oder jetzt hast du dich in jede Kamera gedrängt oder ne, also mit jedem Journalisten gesprochen. Wofür denn dafür, dass du im Casting rausfliegst? Das sind schon so Gedanken, die man sich macht, ne? Weil ja, wie gesagt, die Erwartungshaltung sehr hoch war. Andererseits muss ich auch sagen, war ich so ein bisschen auch erleichtert, weil das natürlich für mein Privates oder für mein Leben, was ich ja nun mal habe, auch abgesehen von Germany's Next Topmodel, natürlich sehr viel Einfachheit bedeutete, ne? Weil ich ja einfach so weitermachen konnte wie vorher auch. So. Was ist denn in der Zeit danach noch so passiert? Also du hattest ja schon mal bei Instagram gesagt, oder du hast auch jetzt nochmal erwähnt, dass deine Beziehung ist auseinandergegangen. Genau. Wir haben uns kurz nach Silvester getrennt. Also die Dreharbeiten waren ja im Anfang Oktober. Kurz nach Silvester hatten wir uns getrennt. Hat ja nichts mit Jobmodel zu tun, falls, um das mal so klarzustellen. Habe ich jetzt auch nicht vermutet, ja. Nö, aber das denken viele, so was ich schade finde, weil so cool die Sendung auch ist, aber ja, also wie gesagt, es war für mich halt ein Abenteuer, ne? Und kein Lebensinhalt, sage ich mal. Ich war jetzt keiner von denen, die sagen, ich habe jetzt mein ganzes Leben darauf gewartet, mich endlich bewerben zu können. Ja. Das war ich nicht. Trotzdem, ja, hatte ich jetzt Bock drauf am Ende, ne? So. Und dass ich da dann wieder so zurück einfach in meinen Alltag konnte, war schon cool, weil das natürlich auch in meiner Beziehung ein Thema war. Naja, wenn du lange weg bist und das ist auch interessant ist. Ja. Ne? Und ich meine, mein Freund damals, der arbeitet auch in den Medien und er kennt das so ein bisschen, weißt du, und dann redet man natürlich oder unterhält sich.
so. Und er bekommt irgendwie die ein oder andere Info und ist natürlich auch sehr skeptisch gewesen. Ne, weil er auch so sagte, oh ja, du hast ja so gar keine Kontrolle über das, was du so machst und wie du dargestellt wirst oder wie sehr du gezeigt bist oder nicht. Oder da musst du dich ausziehen oder nicht. Und Aber ist das nicht immer so? Also interessiert mich jetzt, ne? Ich sag mal so, ich bin ein Charakter, ich bin zwar relativ entspannt, aber man könnte mich, egal in welches Format ich jetzt gehen würde, man könnte mich krass zeigen. Ist auch alles schon passiert, ja? War mir am Ende egal, weil ich ja wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Aber bei dir würde ich jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, so, okay, du wirkst auf mich wie jemand, da sehe ich keine Gefahr, da kann nichts passieren. Ich finde, es ist ja auch immer ein Standpunkt, wie man sich selber einschätzt, ne? Wie man sich natürlich dann auch selber präsentiert. Also klar, Kontrolle abgeben ist eine Sache. Man weiß nicht, wird man viel gezeigt, wird man wenig gezeigt, in was für Momenten. Aber man muss ja auch realistisch einschätzen können, wie kann man mit stressigen Situationen umgehen. Und da habe ich jetzt bei dir den Eindruck, dass ich sagen würde, ach, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich meine, kenne dich jetzt nicht so gut, aber. Ja, lustig, dass du das sagst, weil ich würde mich auch so Na, einschätzen. siehst du? Und ich hatte da auch wenig Bedenken. Anders als mein damaliger Freund zum Beispiel. Der Aber war ist ja da. nicht eingetreten. Nö, ist es auch nicht. Nö. Ich hatte ja auch recht. Also, Na. und darauf kommt es an. Aber der, ja, also ich dachte, was soll passieren? Also, was soll. Und selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten würde und ich irgendwie zerschnitten werde, so was ja auch nicht passiert ist, und auch da, ich meine, man sagt, was man sagt und ist halt so, denke ich mir, dass ja mein soziales Umfeld, worauf es dann am Ende ankommt, Ja. ja auch immer noch da wäre, weil die ja mich ja kennen und auch mein soziales Umfeld gefestigt genug ist, sage ich mal, das differenzieren zu können. Wenn man jetzt mal kurz das Model-Thema außen vor lässt, könntest du dir unter den jetzigen Erfahrungen, die du gesammelt hast, nochmal vorstellen, in irgendeine TV-Show zu gehen? Also es geht jetzt, ich habe jetzt keine konkrete Idee, sondern einfach nur generell. Ja, könnte ich. Finde Aber also viele sagen immer so, du musst so Prince Charming oder du musst den Dschungel oder du musst das machen und das machen. Da wäre ich, glaube ich, raus tatsächlich. Also, sag niemals nie, ne? Aber Ja. da wäre ich Stand heute raus. Aber was ich dir sofort unterschreiben würde, wäre sowas wie Let's Dance zum Naja, gut, Beispiel. also das, ja, also ja, da, das ist ja nun auch wirklich so ein, auch ein hochwertiges Format, wo man eigentlich nichts zu befürchten hat, ne? Ja, da sehe ich mich auch. So ein bisschen. Und sag mal, du hast es vorhin angeschnitten, ich will dir aber auch nicht zu nahe treten, wenn du nicht, also du hast gesagt, du arbeitest aktuell nicht in dem Beruf, also du bist nicht unterwegs. Genau, ich fliege aktuell nicht, weil ich bin krankgeschrieben seit Mitte, Ende Oktober tatsächlich. Also schon eine ganze Weile jetzt. 4 Monate, weil ich Ende letzten Jahres gemerkt habe, dass ich so ziemlich an meine Grenzen gekommen bin. Weil es im letzten Jahr unfassbar viele sehr große Veränderungen gab und die gezeigt haben, dass ich echt einige Baustellen habe, die ich aufräumen muss, ganz dringend. Und da bin ich in Situationen gekommen in meinem Alltag, mit denen ich eigentlich immer zurechtgekommen bin, ganz, ganz, ganz kleine, banale Kleinigkeiten, die mich dann so aus der Bahn geworfen haben, dass ich zu nichts mehr fähig war. Also ich bin halt ganz, ganz arg an meine Grenzen gekommen. Und dazu kam noch, dass ich ja im Rahmen, also im Sommer ja, mich ja darauf vorbereitet habe, thematisiert zu werden in einer sehr, sehr großen Fernsehsendung, wo man dann so sich vorbereitet und denkt, okay, was von einem könnte man erzählen oder was könnte gezeigt werden oder was gibt es eigentlich für Geschichten, die man so mit sich trägt? Was könnte man erzählen und was nicht, oder wo möchte ich lieber nicht drüber sprechen? Das heißt, man macht so jede Schublade auf, die man so immer fein säuberlich zugelassen hat und versteckt hat, macht man jede Schublade auf, wühlt drin rum, sucht, kriegt sie aber dann nicht mehr zu, weil sie ja total übergelaufen ist und unordentlich ist. Und irgendwann ist jede Schublade auf und die Kommode kippt so um. Ne? Oder mein Fass ist übergelaufen. Ne? Und das war dann einfach so. Ne? So, oder ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich bin nach Köln gezogen, ich habe meinen Stationierungsort gewechselt, meine Position auf der Arbeit hat sich verändert, mein Hund ist gestorben. Und ja, das kam alles noch so dazu, ne? Dass ich dann gegen Ende letzten Jahres gesagt habe, oh nee, irgendwie gibt mein Körper mir Signale oder habe ich körperliche Symptome, die
auf die ich hören muss. Und das habe ich dann gemacht. Es hat gedauert, das so zu benennen oder auch zu erkennen oder auch zu akzeptieren. Was auch echt schwer war, so zu akzeptieren, dass man nicht mehr kann. Aber mit einem ganz, ganz tollen Hausarzt, den ich habe, der mich da sehr unterstützt, und einer ganz tollen Therapeutin, die ich gefunden habe, kann ich das jetzt gerade angehen, ne? Und kann aufräumen einfach und mir die Zeit nehmen und mich darum kümmern. Würdest du sagen, dir geht es jetzt dadurch schon ein bisschen besser? Also mir ist schon bewusst, dass man das jetzt nicht innerhalb von wenigen Monaten löst, aber fühlt es sich besser an? Also das Ding ist, wenn man eine Therapie anfängt, ist es meistens so, dass sich der Zustand erstmal sogar verschlechtert, weil man viele Dinge benennt und ausspricht, die man lange nicht ausgesprochen hat. Mhm. Und dann, dass einem viele Dinge neu bewusst werden. Und das ist natürlich wie so eine Reise, so ein Wellending, sage ich mal. Ne? Was ich sagen kann, ist, dass so, dass man das Empfinden für die eigene Kapazität, das ändert sich. Oder da wird man sensibilisiert drauf. Und man wird so ein bisschen aufmerksamer, wie bin ich oder wie reagiere ich und wie verhalte ich mich und was hat das vielleicht für einen Hintergrund. Und da bin ich gerade, ne, dass ich so gucke, ja, was hat das für wo ist der Ursprung eigentlich, ne? So. Und das hilft. Ich kenne das aus eigener Verbesserung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und kann das im Prinzip auch so ein bisschen bestätigen, wie du das gerade gesagt hast. Natürlich ist jede Situation immer anders. Also als ich damals aus einer Therapie angefangen habe zum Beispiel, ja, war ich an einem Punkt, der so weit unten war, ja, dass es natürlich für den Moment erstmal besser werden konnte. Also bei mir ist es erstmal nicht schlechter geworden, sondern erstmal besser, was aber, glaube ich, einfach daran lag, dass ich so weit unten war. Und dann, als ich dachte, ich bin überm Berg, ging es erstmal sowas von weit runter, dass ich dachte, okay, das war jetzt alles umsonst. Und dann irgendwann wurde es besser. Und Talfahrt gab es seitdem eigentlich nicht mehr. Klar, man struggelt immer noch mit sich und es gibt immer noch mal so Themen, die dann aufploppen. Ne? So 100% erledigt ist das nie alles. Aber ich erinnere mich an den Moment, wo ich wirklich realisiert habe, jetzt wird es wirklich besser. Und ich rede von dem richtigen Moment, wo es wirklich besser wurde und nicht von dem Moment, wo es sich nur besser angefühlt hat. Und das glaube ich einfach nur, weiß nicht, was es war, aber ja. Und das würde ich zum Beispiel sagen, da bin ich noch nicht. Weil ich habe auch echt noch wirklich Tage, wo ich so denke, wie soll das funktionieren? Mhm. Also wie soll, guck mal, meine Beziehung ist auseinandergegangen, wir waren 4 Jahre zusammen, wir haben ein Leben zusammen gehabt oder ja, jetzt auf einmal nicht mehr. Ich ziehe wieder um, das ist finanziell natürlich immer ein Riesenaufwand, weißt du, sich wieder einen eigenen Hausstand aufzubauen. Ich pendel irgendwie zwischen 3 Orten, lebe aus dem Koffer, ich kann nicht arbeiten, psychisch geht es mir nicht gut. Wo ist mein Anker? Also wo ist so das Seil, an dem ich mich so mitziehen kann? Ich glaube, diesen Punkt wirst du erst haben, wenn der Step mit der Wohnung erledigt ist. Ich weiß, wie wichtig das Gefühl von einem Zuhause ist. Auch wirklich dieses Gefühl zu haben, hier bin ich zu Hause und von hier aus steuere ich quasi alles drumherum. Und wenn du gerade noch gar nicht in der Situation bist, glaube ich, musst du wirklich noch gedulden, bis du da bist und dann kannst du, glaube ich, langsam ankommen. Und, der Umzug, sage ich mal, wieder nach Frankfurt, weil Frankfurt ja eigentlich, also ich bin 2015 nach Frankfurt gezogen fürs Fliegen und das ist mein Zuhause geworden. Das wird mir schon sehr viel geben. Davon bin ich überzeugt. Und wie du schon gesagt hast, das mit der Wohnung auch, und das liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Man braucht ja eine Basis und eine Privatsphäre und einen Rückzugsort. Ne? Das wird mir schon einen ordentlichen Push geben, hoffe ich. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch genug andere Sachen, wo man arbeiten muss. Ne? Aber dieses, wenn ich einmal mich da eingerichtet habe, dann ist das, glaube ich, so mein Startschuss, sage ich mal. Ne? Ja. So, weil jetzt bin nur zwischen Tür und Angel. Ne? Ich bin heute Nacht bin ich in Köln, nächste Nacht bin ich in Frankfurt wieder, dann bin ich wieder eine Nacht in Paderborn, dann eine Nacht wieder in Köln und dann ist der Umzug nach Frankfurt. Ja. Also da muss erstmal ordentlich Ruhe reinkommen. Und vielleicht ist ja auch mein Ende jetzt bei Topmodel deswegen gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Weil das natürlich auch viel Trubel mit sich bringt. Ne? Trubel, der Spaß macht natürlich, aber auch Trubel, der ablenkt. Ja. Ne? Von einer Realität. So. Ich danke dir, dass du hier so ausführlich deine Geschichte mit uns geteilt hast. Fand ich sehr interessant. Ja. Auch sehr privat. Ist ja auch nicht jeder bereit, das so zu erzählen.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Niklas habt, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen. Der ist auf jeden Fall sehr aktiv. Ja, klar, du sitzt viel im Zug, da kann man natürlich auf Nachrichten antworten. Ja, viel Zeit. Hat man viel Zeit, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Schreibt ihm gerne eine Nachricht, folgt ihm. Und dann verabschiede ich mich erstmal bei euch da draußen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.